Willkommen in Dresden bei Dear Deviation. Mein Name ist Carsten Kirbach. Ich bin Produktmanager in Dresden für Water Waste, Fire Protection und Air Management Systeme. Und im Produktmanagement beschäftigen wir uns mit der strategischen Ausrichtung unserer Produkte, Roadmaps und wie wir diese Produkte nachher dann natürlich auch in den Markt bekommen. Ein weiterer Teil unserer Arbeit im Produktmanagement ist die Erstellung von Verwertungsperspektiven oder auch Business Cases. Das machen wir natürlich auch nicht allein, sondern auch wieder mit den Kollegen im Projektteam gemeinsam. Und im Normalfall zu Nicht-Corona-Zeiten machen wir das dann beispielsweise in unserem Kreativraum und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Eine besonders kreative und innovative Idee, die wir auch hier mitentwickelt haben, ist das Grey Water Reuse System. Das ist ein System, damit kann man das Händewaschwasser verwenden, um die Toilettenspülung zu betreiben. Ja, jetzt sind wir in unserer Testhalle und die Testhalle, wie ihr seht, die ist riesig groß. Ja, das liegt daran, dass die Systeme, die wir hier testen, die können nicht skaliert werden. Das heißt also, man muss sie eins zu eins aufbauen, wie sie nachher im Flugzeug auch verbaut sind. Sprich, die Testhalle, die ist so groß wie ein Flugzeug. Natürlich testen wir hier auch unser Grey Water Reuse System. Ja, Nachhaltigkeit, das wird auch in der Luftfahrt immer bedeutender. Und das merkt man auch daran, dass der Crystal Cabin Award, das ist der größte Award in der Luftfahrtindustrie, inzwischen eine Kategorie hat: Greener Cabin Health and Safety. Und in dieser Kategorie sind wir mit dem Grey Water Reuse System Finalist und wir sind natürlich zuversichtlich und gehen stark davon aus, dass wir das auch gewinnen werden. Den Crystal Cabin Award zu gewinnen, das wäre natürlich schön, ist aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, die Luftfahrt noch nachhaltiger zu gestalten und da sind wir mit dem Grey Water Reuse System schon auf einem guten Weg, aber es gibt noch jede Menge andere spannende Ideen, nur die kann ich euch heute leider nicht zeigen, die sind noch strictly confidential.